Kann man mit einer Zitrone so ein Lämpchen betreiben für den Fall, dass mal der Strom ausfällt? Oder sind Zitronen vielleicht sogar der Elektroantrieb der Zukunft? Das probieren wir jetzt einmal aus. Die folgenden Materialien werden für den Versuch benötigt: blaue Kabel, rote Kabel, LED-Lämpchen, ein Ventilator, welcher als Motor fungieren wird, Zitronen, das Element Zink, welches der Minuspol, also die Anode unserer Batterie sein wird. Es können Zinkbleche verwendet werden oder verzinkte Nägel, welche jeder Haushalt vorrätig hat. Außerdem das Element Kupfer, welches der Pluspol, also die Kathode unserer Batterie sein wird. Es können Kupferbleche oder 1, 2 und 5 Cent Münzen verwendet werden. Als Messgerät werden wir ein digitales Multimeter verwenden. Die Funktionsweise einer Batterie beruht auf dem unterschiedlichen elektrochemischen Potential zweier Halbzellen. Steckt man beispielsweise ein Kupferblech in eine Zitrone, erhält man eine Halbzelle. Ebenso erhält man eine Halbzelle, wenn man ein Zinkblech in eine Zitrone steckt. Zusammen bilden die beiden Halbzellen eine galvanische Zelle. Die saure Lösung in der Zitrone wirkt hierbei als Elektrolyt. Verbindet man die beiden Elektroden mit einem Verbraucher, fließt ein elektrischer Strom, der, wie wir sehen werden, zum Beispiel eine LED betreiben kann. Dazu bauen wir folgenden Versuch auf. Zunächst installieren wir jeweils eine Zinkanode in jeweils eine Zitrone. Dazu können die Zinkbleche als auch die verzinkten Nägel verwendet werden. Dann installieren wir eine Kupferkathode in jeweils eine Zitrone. Dazu können die Kupferbleche als auch die 1, 2 und 5 Cent Münzen verwendet werden. Anschließend wird alles mit den Kabeln verbunden und mit dem Multimeter durchgemessen. Nun verbinden wir die Kupferkathode, also den Pluspol unserer Batterie, mit dem roten Kabel des Multimeters. Anschließend verbinden wir die Zinkanode, also den Minuspol unserer Batterie, mit dem schwarzen Kabel des Multimeters. Wir können eine Spannung von 4,58 bzw. 4,59 Volt am Multimeter ablesen. Jetzt wollen wir sehen, ob wir mit dem Strom der Zitronenbatterie auch ein LED-Lämpchen betreiben können. Dazu trennen wir die Kabel vom Multimeter und verbinden diese mit dem LED-Lämpchen. Jetzt wollen wir sehen, ob der Strom der Batterie auch reicht, um einen Ventilator, also einen Elektromotor, zu betreiben. Dazu verbinden wir die Kabel mit dem Ventilator. Wie man sieht, bewegt sich nichts. Doch wie genau funktioniert die Zitronenbatterie? Zink ist ein unedleres Metall, weshalb der Lösungsdruck an der Zinkanode größer als an der Kupferkathode ist. Das Zink wird eher oxidiert als das Kupfer, gibt also freie Elektronen ab, welche zum Kupferblech fließen. Die Zinkelektrode ist der Minuspol der Batterie. Gleichzeitig ist sie der Ort, an dem die Oxidation stattfindet. Zunächst werden die Kupferionen aus dem Kupferoxid an der Elektrodenoberfläche reduziert. Diese Reaktion an der Kathode ist aber lediglich eine Nebenreaktion. Sobald die Kupferionen aus dem Kupferoxid aufgebraucht sind, werden am Kupferblech, welches als Kathode fungiert, die Hydroniumionen aus dem Zitronensaft reduziert. Die
hier gezeigte Säurekorrosion findet in der Zitronenbatterie statt. In der Zitronenbatterie ist noch eine weitere Reaktion möglich. Die Reduktion von Sauerstoff ist die Hauptreaktion an der Kathode. Statt Kupfer könnte man ein anderes edles Metall, wie beispielsweise Gold, als Kathode verwenden. Genauso könnte man die Anode durch ein anderes unedles Metall ersetzen, wie zum Beispiel Magnesium. Trotz der relativ großen Spannung von 4,59 Volt funktionierte der Elektromotor des Ventilators nicht. Das liegt daran, dass die Zitronenbatterie zwar eine gute Spannung liefert, jedoch kaum Stromstärke, welche für den Betrieb des Elektromotors jedoch benötigt wird. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.